Herr Berthold, Sie arbeiten seit 2004 eng mit der Heinz-Sielmann-Stiftung zusammen und engagieren sich seither vor allen Dingen für den Aufbau des Biotopverbund Bodensees. Wie sind Sie mit Blick auf Ihr berufliches Interesse und auch so Ihr persönliches Interesse eigentlich zu Heinz-Sielmann und zur Heinz-Sielmann-Stiftung gekommen? Ja, das ist an sich, sagen wir mal, ein bisschen ein Zickzackweg. Heinz-Sielmann habe ich sehr früh kennengelernt, 1955. Als ich noch Schüler war und in die Deutsche Ornithologengesellschaft eingetreten bin, mit dem Fahrrad nach Frankfurt fuhr, wer war dort mit anwesend? Heinz Sielmann. Das war also natürlich ein großes Erlebnis für mich, den großen Herrn als kleiner Bub schon 16-jährig schon kennenzulernen. Danach hatte ich locker ab und zu mit ihm zu tun. Vor allen Dingen, als ich dann Generalsekretär der Deutschen Ornithologengesellschaft war, durfte ich ihn immer mal wieder ins Programm einbauen mit herrlichen neuen Filmen von Neuguinea und so weiter. Bei der Gelegenheit haben wir uns viel unterhalten, sind uns auch, sagen wir mal, mental näher gekommen mit unserer Einstellung zum Naturschutz. Dann gab es ein wichtiges Ereignis für mich. Ich habe mal den Bruno H. Schubert Preis bekommen in Frankfurt. Und da war Heinz Sielmann sozusagen der einzige nette Bekannte, den ich dort antraf, der mir, das kann ich vielleicht zum Schluss dann erzählen, auch noch kleidungsmäßig sehr aus der Patsche geholfen hat, zumindest was meine Einstellung anbelangt hat. Und danach habe ich dann immer öfters miteinander zu tun gehabt, dann vor allen Dingen auch durch die Notlage der Vogelwarte Rybatschi, also dem ehemaligen Rositten, wo ich ihn gebeten hatte, als ehemaligen ganz frühen Mitarbeiter dort mit seiner Stiftung einzuspringen und die Vogelwarte mit am Leben erhalten zu helfen. Tja, und dann wollte ich natürlich gerne die Idee umsetzen, jeder Gemeinde ihren Weiher, wie es am Anfang hieß, jeder Gemeinde ihr Biotop. Das hat aus vielerlei Gründen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, am Anfang nicht so geklappt. Deswegen musste ich warten bis zur Emeritierung. Dafür brauchte ich Geld, hatte schon Geld gesammelt, aber leider zu wenig. Und dann wollte es das Schicksal, dass ich in der Zeit, als ich wusste, dass ich ungefähr 300.000 Euro benötigen würde für ein Erstlingswerk, nämlich den späteren Heinz-Sielmann-Weiher, Heinz Sielmann traf in München zur Verleihung der Bayerischen Umweltmedaille, wo ich zum Vortrag eingeladen war. Und da fiel mir natürlich ein, Mensch, Heinz, der hat die Stiftung gegründet, der muss Geld haben. Bin zu ihm hin, habe ihm das vorgetragen. Und dann haben wir uns bei einem Ganzelessen zusammengesetzt und er war wild begeistert von der Idee und hat gesagt, da machen wir gemeinsame Sache. Und so sind wir dann hier am Bodensee endgültig zusammengekommen. Leider Gottes hat er dann nicht mehr sehr lange gelebt, aber immerhin noch so lange, dass wir hier noch zusammen einen wunderbaren gemeinsamen Start machen konnten. Der Heinz-Sielmann-Weiher, das war ja der erste Baustein des Biotopverbund Bodensees, der in 2005 dann in der Gemeinde Ohwingen im Ortsteil Billafingen eingerichtet werden konnte. Wir sitzen hier heute an einem der jüngeren Weiherprojekte des Biotopverbunds Bodensee. Im Hintergrund sehen wir den Inge-Sielmann-Weiher. Der liegt an der Gemeindeverbindungsstraße, wie wir vielleicht nachher auch immer wieder mal hören werden, an den vorbeikommenden Autos oder auch landwirtschaftlichen Maschinen. Aber obwohl wir eine gewisse Verkehrslärmbeeinträchtigung haben, ist es einer unserer schönsten Bausteine im Biotopverbund Bodensee und ist auf alle Fälle auch einen Besuch wert. Im Hintergrund sieht man vielleicht den kleinen Aussichtspunkt. Da gibt es einen kleinen Pkw-Stellplatz, wo interessierte Besucher jederzeit herzlich willkommen sind. Inzwischen setzt sich der Biotopverbund Bodensee aus 34 Biotopstandorten zusammen, die so ähnlich aussehen wie der Inge-Sielmann-Weiher, aber auch andere Themen abdecken. Und Ziel des Biotopverbundes ist es ja, den wirklich inzwischen galoppierenden Artenrückgang, den wir in Deutschland und in großen Teilen der Welt haben, zu stoppen. Und so ist unsere Hoffnung, dass wir ihn nicht nur aufhalten können, diesen Rückgang der Biodiversität, sondern dass wir sie auch wiederbeleben können. Und wie wichtig diese Wiederbelebung eigentlich wäre, beschreiben Sie ganz wunderbar und für alle gut nachvollziehbar in Ihrem neuesten Buch Unsere Vögel von Peter Berthold, warum wir sie brauchen und wie wir sie schützen können. Das Buch ist in diesem Frühjahr im Ullstein Verlag erschienen und auf dieses möchten wir jetzt gerne zu sprechen bekommen, denn gerade die Vogelarten haben sich ja seit dem, ja, sagen wir mal, 19. Jahrhundert bei uns sehr verändert, also die Bestände unserer Vogelarten. Viele Arten sind stark zurückgegangen. Kann man diesen Rückgang eigentlich in Zahlen fassen?
Ja, das war, sagen wir mal, einer der Hauptzwecke dieses Buches, aber nicht nur des Buches, sondern wir haben natürlich eigentlich versucht, das immer in Zahlen zu fassen, denn ohne Zahlen ist die Bevölkerung im Grunde genommen nicht zu überzeugen. Das gilt sowohl für die Rente als auch für den Zahnersatz und erst recht natürlich für die nicht leicht zu quantifizierende Natur. Deswegen waren wir immer bemüht, Zahlen zu bringen. Viele Leute sagen, Biologie ist so viel wert, wie sie Mathematik enthält. Und das gilt natürlich für solche Zahlen ganz sicher. Die Biologen waren eigentlich immer bemüht, für überschaubare Tiergruppen Zahlen zu bekommen. Und für Vögel haben wir das seit langem vorliegen. Ungefähr seit Beginn des Jahrhunderts wissen wir von den meisten Vogelarten in Deutschland, wie viele Brutpaare wir im Lande haben und haben also sehr gute Überblicke. Bei manchen sind es echte Zählungen, da ist jedes einzelne Vogel gezählt, bei anderen sind es mehr Schätzungen. Also da haben wir sehr, sehr gute Daten vorliegen und daraus lässt sich natürlich sehr leicht darstellen, was sich verändert hat. Vielleicht skizziere ich das mal kurz. Man hat also bereits Vogelrückgänge bemerkt, so um 1800 rum. Damals vor allen Dingen diejenigen, die Vögel gefangen und geschossen haben, um sie zu essen. Und das waren große Teile der Bevölkerung. Früher sind die Bauern am Wochenende rausgegangen, haben irgendwo irgendwelche Fallen aufgestellt, Kohlmeisen gefangen, Nachtigallen, Rotkehlchen und so weiter und ihr Mittagessen davon gemacht. Der Rest wurde gerupft, auf kleine Spießchen gespießt, auf dem Markt verkauft. Also auch Deutschland war damals ein Vogelfresserland. Und da damit Geld verdient wurde mit dem Vogelfang und dem Vogelverkauf, war es natürlich für die Landwirte schmerzlich zu sehen, die Vögel gehen zurück. Und sie haben also darüber geklagt. Und der damals führende Ornithologe Johann Andreas Naumann, sozusagen der Vogelpapst in Mitteleuropa, hat darüber 1849 schon eine erste wissenschaftliche Arbeit geschrieben. Interessanter Titel, Beleuchtung der Klage über die Verminderung der Vögel in der Mitte von Deutschland. Und beschreibt damals schon, dass eigentlich alles, was da kreucht und fleucht, im Bestand abnimmt, was da wären Rebhühner und Feldlerchen und Kohlmeisen und Nachtigallen und so weiter und so fort. Aber nicht etwa wegen des Vogelfanges, der ja schon auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Er nennt zwei Hauptgründe, nämlich das eine Intensivierung der Landwirtschaft 1849 und beginnende Industrialisierung, Zuschütten von Teichen, Anlegen von Braunkohlengruben, Wegroden von Feldhecken für die Landwirtschaft und so weiter und so fort. Das waren natürlich bescheidene Rückgänge im Vergleich zu dem, was später passiert ist. Die Arbeit hat etliches bewirkt, leider nicht den Rückgang aufzuhalten, sodass dann später 1888 ein erstes Reichsgesetz zum Schutze der Vögel geschaffen wurde, Papiertiger. 1899 hat sich dann sozusagen aus Verzweiflung der Deutsche Bund für Vogelschutz gegründet mit Lina Hähnle in Stuttgart. Ich sagte dann, Mensch, das kann doch nicht sein, dass wir unsere Vogelbestände dahin schwinden sehen, ohne was zu machen. Wir müssen eingreifen, wir müssen was retten. Auch das hat nichts genutzt, sodass wir bis ungefähr 1950, 1960 etwa 15% unserer gesamten Vogelbestände verloren haben. Wenig, relativ wenig. Danach gab es einen regelrechten Absturz. Also ab 1960, 65 sind weitere 65% verloren gegangen. Also das, was am Anfang so ganz flach aussah, ging dann richtig wie in einen Wasserfall über. Und jetzt sind wir bei einem Bodensatz von ungefähr 20%. Wir haben also noch 20% der ehemals in Deutschland vorgekommenen Vogelindividuen. Arten sind wenige ganz verschwunden, weil eben in der Regel von den Arten, die ganz selten geworden sind, schon noch irgendwo ein paar einzelne Individuen setzen und damit ist die Art noch anwesend. Ein paar Arten hat es ganz erwischt, wie beispielsweise die Blauracke oder den Steinsperling oder die Zwergtrappe. Ein paar sind schon so lange weg, dass sie in der Liste der deutschen Brutvögel schon gar nicht mehr genannt worden sind. Dazu gehört der wunderbare Waldrapp, der jetzt in Überlingen wieder angesiedelt werden soll. Oder der Gänsegeier, nicht, der schon so lange im Donautal verschwunden ist, dass er in der deutschen Vogelliste gar nicht mehr aufgetaucht ist. Und so, bei diesen letzten 20% sind wir jetzt angelangt. Das ist sozusagen ein Sockel, den wir noch haben. Und der nimmt weiter im Bestand ab. Und da wird es deswegen jetzt richtig kritisch. Wenn wir mal die jetzigen rezenten Verhältnisse anschauen, 55% der Arten nehmen weiter ab. Nur ungefähr 28% nehmen leicht zu und das sind Arten, die von unserer Wohlstandsgesellschaft profitieren, etwa Krähenvögel, die von irgendwelchen Abfallhaufen leben, Möwenarten an der Küste, die vom Beifang leben, den Fischer einfach großzügig irgendwo hinschmeißen und so weiter, oder Gänse, die von dem Übermaß an aufkommendem Getreide weiden können, also Arten, die alle sozusagen auf wackeligen Beinchen stehen, so wie bei uns mal wieder die Verhältnisse normalisieren würden, würden die sofort kollabieren. Und es bleibt also nicht mehr allzu viel Zeit, wenn wir tatsächlich die Reste
noch retten wollen, was die Vögel anbelangt. Und um es vielleicht ganz zu verkürzen, das, was für Vögel exemplarisch dargestellt ist, weil die am besten untersucht sind, gilt im Grunde genommen für alles, was an wildlebenden Tieren und Pflanzen vorkommt. Bei den Insekten ist es noch viel schlimmer. Die haben allein in den letzten 30 Jahren um 80% abgenommen. Also wesentlich schneller und wesentlich mehr als die Vögel. Haben die Vögel längst rechts und links überholt. Und deswegen war es meiner Meinung nach notwendig, so ein Buch zu schreiben, um im ersten Teil mal darauf hinzuweisen, liebe Leute, es wird bitter ernst. Denn ohne Tiere in der freien Landschaft, vor allem auch ohne Insekten und so, haben wir keine Chance zu überleben. Wer soll unsere Obstbäume bestäuben und so weiter und so fort? Kommen wir wahrscheinlich noch drauf. Und der zweite Teil ist dann sozusagen der positive, der aufzeigt, wenn ihr sowas macht, wie wir hier mit dem Biotop und Bodensee, dann haben wir noch eine Chance, ganz viel zu retten. Also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir 80% unserer Vogelindividuen verloren. Ja, 80%, ja. Das heißt, wenn jemand um 1850 gelebt hätte und morgens aus dem Fenster geguckt hätte, der hätte in seinem Garten oder auch in der freien Landschaft gefühlt und auch tatsächlich 80% mehr ganz Vögel genau gesehen, ja, als er es heute tut. Ja, ganz genau. Und ich bin Gott sei Dank, ich gehöre ja zu den Weißhaarigen, die schon lange in unserer Landschaft herumrennen. Wenn ich diese Zahlen etwa meinen Studenten erzähle, merke ich, da sind immer etliche dabei, die etwas skeptisch gucken und sagen, na, ob das wirklich stimmt, kann man sich eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen, dass da, wo jetzt noch ein Vogel ist, früher mal fünf oder noch mehr gewesen sein sollen auf demselben Platz, kann man sich eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen. Zum Glück bin ich schon so lange mit dabei, dass ich das Ende dieser paradiesischen Verhältnisse noch selber miterlebt habe. Nur mal ein Beispiel in unserer kleinen Gemeinde Möckingen, wo sich die Vogelwarte befindet. Wenn man da jetzt hingeht, dort findet man zwei Brutpaare des Neuntöters. Für viele Ornithologen schon so, dass sie sagen, tolle Gemeinde, die zwei Paare Neuntöter, die da brüten. Nicht? Also das ist schon ganz beachtlich. Die meisten Gemeinden haben gar kein Paar mehr. Aber zu meiner Zeit, als ich dort angefangen habe, meine Doktorarbeit zu machen, waren das noch fast 60 Paare. Das noch ist unvorstellbar. Fast 60 Paare. Und das ist kein Jägerlatein, sondern die waren alle mit Farbringen beringt von den damaligen Mitarbeitern. Jeder Neuntöter war einzeln bekannt. Und so war es bei den anderen Vogelarten ganz genauso. Es hat gewimmelt von Dorngrasmücken, Gartenrotschwänzen, Wendehälsen, Waldlaubsängern, Berglaubsängern, Heidedeichen, was heute alles weg ist. Und damals war eben ein Vogelparadies mit unglaublichen Mengen von Vögeln. Und einige der Vogelartengruppen, nennen wir es mal so, haben ja besonders große Schwierigkeiten. Zu denen gehören zum einen die Insektenfresser, ja, aber wir haben ja auch noch zwei weitere Vogelgruppen, die sich sehr schwer tun mit den heutigen Veränderungen. Ja, also die Insektenfresser sind natürlich ganz besonders arm dann durch den Insektenrückgang und dann natürlich die Zugvögel insgesamt, weil die haben ja das Problem, dass sie bei uns viele Probleme haben. Sie haben sie in den Durchzugsgebieten und im Winterquartier nochmal, wo sie unter Umständen bejagt werden, kein Futter finden, selbst wenn es ihnen hier gut geht. Und ganz besonders schlimm dran sind die Insektenfresser, die von Fluginsekten leben. Ja. Nämlich der Grauschnäpper, der Trauerschnäpper, der Gartenrotschwanz, die also kaum auf den Boden gehen und da was holen können, die sind wirklich abhängig von dem, was in der Luft rumfliegt, auch Mauersegler. Und wenn da eben nichts mehr fliegt, geht es denen an den, ans Leben. Und die haben oft so Probleme, dass sie entweder Eier legen und die nach Ausbrüten dann die Jungen nicht aufziehen können. Und wir haben heute auch Paare, die kommen zurück und sind nicht einmal mehr in der Lage, Eier zu bilden und Eier zu legen. Die sind dann einfach noch eine Saison hier und stellen fest, dass eigentlich das Leben nicht mehr lebenswert ist und sind nicht mehr in der Lage, fortzupflanzen. Und im nächsten Jahr kommt natürlich dann nichts mehr an bei der kurzen Lebensdauer. Jetzt haben Sie erwähnt, zum einen die Zugvögel, die große Schwierigkeiten haben, dann haben wir die Insektenfresser und als drittes sind es ja auch die Offenlandbewohner, ja, die sehr die setzen sich aus dem zusammen. Mhm, ja. Aber die Offenlandbewohner, die spiegeln ja auch die Veränderungen, die sich durch unsere Landnutzung genau. Also dadurch, dass es den Offenlandbewohnern wie Rebhuhn, Feldlerche, Kiebitz und so weiter besonders schlecht geht, das ist schon ein starker Hinweis darauf, wo sozusagen am meisten passiert ist. Und das ist natürlich die offene, landwirtschaftlich genutzte Fläche. Damit sind wir eigentlich schon angekommen bei den Faktoren, die für die Rückgänge verantwortlich sind. Mhm. Ja. Und da steht natürlich an allererster und oberster Stelle, ganz einsam für sich alleine, die intensivierte, mechanische, fast industriemäßig betriebene Landwirtschaft, nicht? Die das ganze Land ausgeräumt hat,
wenn wir zurückgehen in die 50er Jahre, egal ob das Weizenfelder, Kartoffeläcker oder sonst was waren, da wuchsen zwar Nutzpflanzen, aber zwischen den Nutzpflanzen in Hülle und Fülle Wildkräuter, damals schon Unkräuter genannt. Die Nutzpflanzen waren relativ schütter, dazwischen war überall Platz für viele Insekten und vor allen Dingen für wildlebende Tiere. Und wenn wir heute diese Äcker anschauen oder Felder anschauen, das sind Monokulturen, in denen in der Regel die einzige angebaute Pflanze steht und nichts anderes, weil das totgespritzt wird mit Herbiziden. Früher wurde es mühsam mit der Hacke teilweise herausgehackt, so gut es ging. Heute totgespritzt. Und da drin gibt es natürlich keine Wildkräuter. Durch die Wildkräuter auf den Kräutern die Insekten nicht mehr. Das heißt, diese Monokulturen sind im Grunde genommen bis auf die eine einzige Pflanze steril. Und damit verschwindet dort draus praktisch alles Leben. Und das haben wir auf 50% der Fläche unseres Landes. Und das ist für die Natur einfach nicht mehr zu verkraften. Und deswegen hat sich also die Struktur verändert in diesen Lebensräumen, aber auch das Nahrungsangebot. Ich habe mal ausgerechnet in unserem Buch über das Vogelfüttern, in den 1950er Jahren gab es in den Weizenfeldern, nur mal die Weizenfelder, in den Weizenfeldern in Deutschland noch so viele Wildkräuter, also Unkräuter, dass die alleine in den Weizenfeldern im Jahr ungefähr 1 Million Tonnen an Sämereien produziert haben. Also kleine Sämchen, Mohnkörnchen, vieles andere, wovon Lerchen und Ammern und Finken und so weiter leben konnten und natürlich Feldmäuse und ich weiß nicht was alles. Dieser Wert liegt heute nahe bei null. Das heißt also, wer heute in der Feldflur rumläuft und von auf Körnerfutter angewiesen ist, wie zum Beispiel den Rebhuhn, der hungert praktisch von morgens bis abends und ist inzwischen natürlich längst tot. Und deswegen haben wir bei solchen Freiland-Offenbewohnern wie beim Rebhuhn Rückgänge seit 1800 nicht von 80%, sondern von 95% und mehr. Gerade beim Rebhuhn, da hatten wir früher mal in Deutschland ungefähr 10 Millionen herumlaufen und fliegen. Wir haben jetzt vielleicht, wenn es hochkommt, noch 20.000 und die sind ganz kurz vorm Verschwinden. Das Rebhuhn wird sich demnächst aus Deutschland verabschieden. Das haben wir praktisch aus dem Land durch Entziehung der Nahrung exterminiert. Sie sprachen jetzt vorhin schon die Landschaftsstrukturen an, die eben vielerorts auch gewichen sind. Also wenn wir jetzt hier uns umschauen, ist es noch eine echte Mosaiklandschaft. Im Hintergrund der Weiher, wir haben den Schilfgürtel, wir haben noch einen Streuobstbestand, es gibt Feldgehölze, es gibt Offenlandbereiche, Magerrasen und vieles andere mehr. All diese Strukturen sind ja unheimlich zurückgegangen, ja, vielerorts in Deutschland, womit nicht nur die Futterquellen für die Vögel abgenommen haben, sondern ja auch die vielen Teillebensräume, die die Vögel rund ums Jahr zum Überleben auch brauchen. Also der Lebensraum ist zurückgegangen als solcher, rein der physische Lebensraum, wo sie hineinschlüpfen, sich zurückziehen können und so weiter. Oder auch Strukturen finden, um wenigstens drauf zu sitzen. Ein Rohrsänger zum Beispiel braucht Schilf, weil der sich mit seinen Beinchen einfach nur an senkrechten Elementen halten kann und nicht auf querliegenden Ästen sitzen kann. Der kann aber heute nicht in ein Maisfeld ausweichen, weil zu der Zeit, wo er zurückkommt, ist der Mais ungefähr so hoch. Und später, wenn er ihn braucht, sind die Stängel viel zu dick. Der braucht einfach Schilf. Das findet er heute noch, wenn es hochkommt, alle 20, 30, 50 Kilometer. Und überall dazwischen sind die Teichrohrsänger natürlich ausgestorben. Und in dem Moment, wo wir wieder so ein Gebilde einrichten, wie hier den Inge Sielmann war ja, dann haben wir natürlich die Rohrsänger sofort wieder hier. Und natürlich mit der Struktur auch die entsprechende spezifische Nahrung. Die beiden Dinge hängen ja ganz eng zusammen. So kann man doch eigentlich sagen, dass die Gründe für diesen massiven Rückgang unserer Biodiversität hinreichend bekannt sind. Also die Gründe sind so bekannt, dass es keinen einzigen Tag weiterer Forschung bedarf, um irgendetwas noch rauszukriegen und zu eruieren. Deswegen habe ich in meinem Buch, ich bin ja nun wirklich lange genug Forscher gewesen und habe immer auf Forschung gepocht und so weiter. Aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, Hände weg von weiterer Forschung. Das Einzige, was wir brauchen, ist, dass wir das, was wir erforscht haben, was wir wissen, dass wir jetzt endlich auch mal umsetzen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage meinen guten Kollegen, die noch im Amt und Würden sind und oft sagen, Mensch, für was forschen wir eigentlich, wenn wir das in die Köpfe dieser Politiker gar nicht reinkriegen oder die uns vor der Wahl sagen, ja, ja, das müssen wir machen und hinter der Wahl überhaupt nichts herrichten und einstellen. Denen sage ich, es ist sicherlich sogar mal zu überlegen, ob man nicht unter Umständen mal einen Forschungsstreik einrichten sollte, dass man sagt, die Forschung wird mal so lange ruhen gelassen, bis man sieht, dass von dem mit vielem Steuergeld
mit erforschten Dingen mal wenigstens ein notwendiger Bruchteil umgesetzt worden ist. Daran krankt es eigentlich, an nichts anderem. Und deswegen macht es heute auch sicherlich für viele Forscher mehr Sinn zu sagen, ich lasse die Forschung ruhen und ziehe mir Gummistiefel an, nehme eine Hacke in die Hand und richte irgendwo ein Biotop ein, um auf diese Weise irgendwas zu retten, als am Schreibtisch Bleistift kauen zu überlegen, was man eventuell noch erforschen könnte, um die Welt zu verbessern. Und deshalb handelt ja Ihr neuestes Buch im ganzen zweiten Teil auch davon, wie man Biotope einrichten kann und wie wir in diese dringend benötigte Umsetzung von Maßnahmen kommen können. Ja, absolut. Bevor wir jetzt aber auf diese ganz konkreten Maßnahmen noch zu sprechen kommen, ich werde häufig auch gefragt, warum und wofür benötigen wir eigentlich die Artenvielfalt? Gerade von Leuten, die jetzt vielleicht mit Natur- und Umweltschutz gar nicht so viel zu tun haben. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil Erhalt der Artenvielfalt kostet natürlich viel Geld. Wenn er ernsthaft betrieben wird, das werden wir in wenigen Jahren, spätestens in ein, zwei Jahrzehnten werden wir das sehen, wenn es gar nicht mehr anders geht, dass das unheimlich viel Verzicht von uns verlangen wird. Und wenn jetzt natürlich Leute der Meinung sind, naja, das ist ein ästhetisches Problem, manche Leute mögen halt gerne, wenn morgens ein Vogel singt, ich mag das weniger, ich schalte mein Radio ein und Insekten, da bin ich eigentlich froh, wenn es nicht mehr so viele gibt, was hat mich früher alles gestochen, heute sticht mich weniger, oder man musste die Windschutzscheibe vom Auto früher nach jeder Nachtfahrt reinigen, heute genügt das einmal im Monat mit ganz wenig Aufwand, das sind an für sich sehr angenehme Dinge. So, jetzt kommt aber das große Aber. Wenn man in die Ökologie hineinschaut, ist ganz klar, Artenvielfalt ist für uns eine absolut notwendige Überlebensversicherung. Ohne Artenvielfalt haben wir keine Chance, mit den Menschen weder in Deutschland noch Europa noch irgendwo sonst in der Welt auf Dauer zu überleben. Weil nur da, wo Artenvielfalt herrscht, gibt es stabile Ökosysteme. Die paar Monokulturen, die wir jetzt eingerichtet haben, zum Beispiel im Obstbau, die kriegen wir mit Mühe kaum durch, indem wir sie 25 bis 27 Mal im Jahr spritzen. Und wenn wir Pech haben wie dieses Jahr und ein Spätfrost kommt und wenig Insekten fliegen, weil wir die alle umgebracht haben, tragen die nicht mal Früchte. Das heißt, wir werden also müssen Unmengen von solchem Obst einführen, von woher denn, wo es Gott sei Dank noch welches gibt. Mais zum Beispiel, wir haben ganz wenige Maissorten. In der Rheinebene ist vor wenigen Jahren der Maiswurzelbohrer aufgetaucht. Alles hat gebetet. Gott sei Dank ließ er sich mit Chemikalien eindämmen, mit den Neonicotinoiden, die uns aber unsere ganzen Wildbienen umgebracht haben. Das heißt also, wenn wir mit so wenigen Füßen weiterarbeiten, ohne die Artenvielfalt zu erhalten, dann ist es auf Dauer nicht zu machen und dann wird uns irgendwann die Nahrung ausgehen. Und wir sind ja schon kurz davor. Es gibt sehr, sehr schöne Beispiele, die das zeigen, wie die Artenvielfalt, und ich habe deswegen in dem Buch mal eins ganz ausführlich beschrieben, ich will es in wenigen Worten skizzieren, ganz simple Wiese. Früher hat eine Wiese 50 Pflanzenarten gehabt, heute hat sie vielleicht 5, 6, 7. Diese früheren Wiesenarten waren im Grunde genommen stabile Klimaxgesellschaften über Jahrzehnte. Da musste man gar nichts machen, nichts verändern. Die waren einfach stabil. In einem trockenen Jahr hat sich die eine Pflanze besser entwickelt, in einem feuchten die andere. Und die Erträge waren insgesamt immer wesentlich höher als in den Kunstwiesen, die wir heute mit wenigen Arten haben, die sofort wieder von einzelnen Unkräutern dominiert werden, was in so einer normalen Wiese nie der Fall war. Diese frühere optimale Wiese, die sich standortgerecht gebildet hat, hat auch im Bodenteil eine Wurzelvielfalt gehabt, die den Boden immer reingehalten hat. Da sind keine Schadstoffe ins Wasser reingekommen. Insektenkalamitäten haben nie eine Rolle gespielt, konnten immer nur ein paar wenige Pflanzen befallen werden. Das heißt, es war eine Lebensgrundlage, die sozusagen absolut stabil war über viele Jahrzehnte. Heute müssen die Bauern ständig mit ihren Wiesen kämpfen. Dann haben sie wieder zu viele Stumpfblätterchen, Ampfer drin. Muss die ganze Fläche wieder gepflügt, neu eingesät werden. Das kostet Energie, die wir mit unseren landwirtschaftlichen Flächen gar nicht herstellen können. Das geht nur, weil Diesel im Augenblick noch nichts kostet. Wenn der mal wird, 5 Euro kostet oder so, hört das alles auf und wir werden verzweifelt dastehen und uns überlegen, wie haben denn die das früher eigentlich geschafft? Und die klare Antwort ist Artenvielfalt. Und wenn wir die nicht wiederherstellen, können wir uns von dieser Erdoberfläche jetzt schon langsam verabschieden. Sie haben jetzt gerade wunderbar ausgeführt, wozu wir die Artenvielfalt benötigen. Ich will es noch mal ganz kurz zusammenfassen. Das ist zum einen, um langfristig unsere Nahrungs- und Lebensmittelversorgung zu sichern. Das ist dieser ganze eine Handlungsstrang. Und der andere natürlich auch die Medizin. Etwa 20% unserer Pflanzenwelt wird ja für medizinische Zwecke verwendet.
Den Aspekt hatte man jetzt noch nicht so, aber der würde eben zur Vollständigkeit noch dazugehören. Absolut, gar keine Frage. Ja. Also das sind Dinge, die natürlich, wobei man sagen kann, gut, früher sind die Leute mit 30 Jahren gestorben, heute haben wir sowieso so eine überalterte Bevölkerung. Das würde ich mal gar nicht so schlimm ansehen, wenn das wieder etwas zurückging und die medizinische, aber rein um die Ernährung abzusichern, nicht? Und der Bodensee zum Beispiel ist ein Hauptobstanbaugebiet. Wenn hier kein Obst mehr produziert wird, was sollen die Leute dann machen? Die Fische nehmen auch ab im Bodensee durch Klimaerwärmung. Wenn dann der Maiswurzelbohrer noch hierher kommt, dann ist hier Schluss, aus, fertig. Nicht? Dann können wir zwar Touristen hier locken, müssen aber sagen, ihr müsst euch euer Essen mitbringen. Bei uns ist hier nicht mehr viel zu holen. Also das sind so Szenarien, über die hätte man vor 10 Jahren noch absolut laut gelacht und hätte gesagt, sperrt mal den Alten ein, der ist nicht mehr ganz richtig. Aber das sind Dinge, die jetzt sozusagen im Vorraum schon angekommen sind. Und da sieht man, dass der Erhalt von Artenvielfalt schon ganz schön wichtig geworden ist. Aus Fachkreisen kommt immer wieder auch mal die Frage, wie sich denn jetzt unser Biotopverbundkonzept unterscheidet von bisherigen Konzepten zum Aufbau eines Biotopverbunds. Sie beschreiben es auch in Ihrem Buch, aber gerne können Sie die Hauptunterschiede vielleicht auch für uns kurz zusammenfassen. Ja, also das Wort Biotopverbund, ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt. Das gibt es seit langen Zeiten. Am Anfang hat man immer durch den Verbund so an irgendwas gedacht, was alles miteinander zusammenhängt. Und es gab zum Beispiel mal die Vorstellung, durch Deutschland so Heckengürtel zu machen, wo praktisch eine Hecke in die andere übergeht, von Baden-Württemberg über Rheinland-Pfalz, Hessen bis sonst wohin, sodass also irgendwelche Heckentiere in den Hecken langwandern können. Also richtig wie so eine Art Netz von Hecken über Deutschland. Das ist ein Gebilde, was hier und da in Angriff genommen worden sind, angegriffen worden ist. Dann gab es Biotopverbund etwa in Baden-Württemberg in Form einer Kartierung, wo man gesagt hat, lass uns mal schauen, wo sind überall Flächen, die für die Natur besonders wertvoll sein könnten. Und wenn dort irgendwie gebaut oder geplant oder irgendwas gemacht werden soll, sollte man dann wissen, das ist eine besonders wertvolle Fläche, die sollte man eher schützen und lieber die Nachbarfläche nehmen. Also das ist praktisch ein Kartierungsmodell ohne große praktische Umsetzung. Und wir haben gesagt, wir machen eigentlich was ganz anderes. Wir machen eine große Vielzahl von Oasen aus Menschenhand, also im simpelsten Fall ein Stück plattes Land, was früher vielleicht mal sehr schön strukturiert war, im Mittelalter vielleicht sogar Feuchtgebiet gewesen ist, Weiher gehabt hat, jetzt ein Maisfeld ist, aber sehr nass, das nehmen wir aus der Nutzung raus, machen ein Loch in den Boden mit dem Bagger, schauen, dass sich dort Schilf ansiedelt, haben ein neu geschaffenes Biotop für Tiere und machen in einer angemessenen Entfernung das nächste. Und dadurch entsteht der Verbund, dass die Dinge nahe beieinander liegen, ohne dass aber da eine direkte Verbindungsstraße hingehen muss. Die kann sein, wenn etwa ein Bach lang geht oder schon eine bestehende Hecke, die kann man mit einbeziehen, muss aber nicht sein. Das heißt, der Biotopverbund ist mehr so vorzustellen, wie die Fülle unserer Ortschaften in Deutschland, die ja im Grunde genommen auch ein Verbund sind, von lauter Biotopen, in denen Menschen leben, die miteinander kommunizieren, Handel betreiben, heiraten, Kinder produzieren, aber nicht alle zusammenhängen, aber nahe beieinander liegen. Und so ist eigentlich die Idee des Biotopverbundes für Deutschland. Also eine zweite Wohnwelt neben der Wohnwelt aus Dörfern für Menschen, eine Wohnwelt für wildlebende Tiere und Pflanzen zwischen diesen ganzen Ortschaften auf Flächen, auf die wir gut verzichten können. Wenn ich mir jetzt so die anderen Biotopverbundkonzepte angucke, dann sind es vor allen Dingen Planungskonzepte. Und das Konzept, was Sie jetzt zusammen mit der Heinz-Sielmann-Stiftung entwickelt haben, das ist vom Schwerpunkt her eigentlich ein Konzept zur Umsetzung. Absolut. Eines Biotopverbunds. Ja, ich glaube, das ist ein wesentlicher und ganz markanter Unterschied. Ja, auch. Ganz genau. Das ist ein wirkliches, also ein Rezept, eine Kochanleitung. Für die Praxis. Ja, genau. Aus der Praxis für die Praxis. Ja. Ja. Kein Papier, kein Schreibtisch, keine Forschung, sondern den weißen Kittel an den Nagel, ordentliche Kleidung an, Gummistiefel, Schaufel in die Hand raus, arbeiten, machen, das erste herstellen und dann schon überlegen, wo das zweite gemacht werden kann, sodass möglichst in kurzer Zeit was entsteht. Weil wir haben nicht mehr viel Zeit zu verplempern mit Planung. Eigentlich ergänzen sich die Konzepte wunderbar. Wir brauchen die Planungsgrundlagen auf der einen Seite, wir brauchen aber dringend, und das ist damit jetzt ja geschaffen worden, eben auch Wege der Umsetzung. Und ja, also Planung ist natürlich hilfreich, wenn sie schon da ist. Ja, genau. Die kann uns die Wege ebnen und kann uns helfen.
Kann uns auch erleichtern, an Flächen heranzukommen, wo es unter Umständen mal Diskussionen gibt, eigentlich sollte man das lieber für die Landwirtschaft halten. Wenn aber der Plan des Landes sagt, das ist eigentlich schon sehr wertvolles Habitat und sollte dafür genutzt werden, kann das in dem einen oder anderen Fall sehr, sehr hilfreich sein, keine Frage. Also die können sich ergänzen, nur wir haben nicht mehr viel Zeit, uns auf Planung auszuruhen, sondern wir müssen tatsächlich jetzt hergehen und das selber in die Hand nehmen. Und viele sind jetzt ja durch ihre Arbeit unheimlich motiviert, wollen gerne selber was auf die Beine stellen. Und die Motivation kommt, glaube ich, auch daher, dass diese neu angelegten Biotope sich so unglaublich toll entwickeln. Also der Heinz Sielmann war der erste Baustein im Biotopverbund Bodensee. Der ist jetzt ungefähr 15 Jahre alt. Knapp, genau. Und wenn wir uns jetzt den vors innere Auge rufen, können Sie einen kurzen Eindruck uns davon vermitteln? Was ist denn da an neuen Lebensräumen und an Tier- und Pflanzenarten über die Jahre gekommen? Was hat sich entwickelt? Ja. Auch in was für Zahlen auch vielleicht? Also das ist so, sagen wir mal, umwerfend positiv und überraschend positiv, dass ich dem in dem Buch sogar zwei Kapitel gewidmet habe, nämlich mal einen Jahresgang und einen Tagesgang in einer fast, sagen wir mal, lyrisch-poetisch dargestellten Weise, die mir nicht unbedingt sozusagen in die Wiege gelegt worden ist, weil ich einfach das Bedürfnis hatte, die Leute müssen auch mal lesen können, was da in kurzer Zeit tatsächlich passiert ist. Also wenn ich denke, 2003 war das ganze Ding eine kurz gemähte Wiese mit 3-4 Zentimetern Gras im Herbst. Ich habe erst hinterher erfahren, das war gar keine Wiese, war ein Maisacker, auf dem aber nur einmal Mais angebaut worden ist, weil der nie gedient ist, nur damit die Prämie für das Maisfeld von der EU bezogen werden konnte. Dort haben wir ein Riesenloch in den Boden gemacht, 1,4 Hektar groß, jetzt mit Wasser gefüllt, eine Wasserfläche, ein paar Hektar Schilf, Gebüsch außen drum herum. Wohlweislich in einem Gebiet, was wir schon 30 Jahre vorher sehr genau untersucht haben, um wirklich beurteilen zu können, was sich danach eigentlich verändert. Und in den 30 Jahren haben wir sehr sorgfältig natürlich die Vögel untersucht, aber auch nach allem anderen geguckt, Säugetiere, Insekten und so weiter und so fort. Hier im Bodensee-Hinterland bei Billafing ein Gebiet, in dem auf einer Fläche von 8 Quadratkilometern in 30 Jahren festgestellt worden sind 115 Vogelarten, Brutvögel und Durchzügler und so weiter. Und die sind dann zurückgegangen auf 101 Vogelart, weil ganz viele erloschen sind. Das Rebhuhn ist verschwunden, der Kiebitz, die Pekassine, das Braunkehlchen und so weiter. Wie das halt so typisch ist heute für den Artenrückgang in unseren Landen. Aufgrund der landschaftlichen Veränderungen. Aufgrund der landschaftlichen, landwirtschaftlichen und sonstigen Veränderungen, genau. So, dann haben wir also dieses Loch gebuddelt und das Biotop angelegt, was dann später getauft wurde auf Heinz-Sielmann-Weiher. Im ersten Jahr sind schon 23 neue Vogelarten dazugekommen, die wir in dem Gebiet vorher nie gesehen haben. Die erste war schon da, als der Bagger noch gearbeitet hat. Im Winter kam schon ein Wasser- oder Bergpieper, der gesehen hat, Mensch, hier entsteht im Winter ein Loch, da kann ich auf Insekten hoffen, die aus dem Boden rauskommen. Hat sich irgendwann mal auf die Baggerschaufel gesetzt und geguckt, was da los ist. War schon fürs Gebiet eine neue Vogelart. Noch im Winter ging es dann weiter mit Enten und mit Reihern. Also im ersten Jahr 23. Ich will es verkürzen. Wir hatten also angefangen 115, dann runter auf 101, dann im ersten Jahr die 23 und jetzt sind wir bei 179 Vogelarten. Und gehen auf die 200. Das wird nicht allzu lange dauern, haben wir 200 Vogelarten. Da kann man sagen, na ja, gut, da sind viele dabei, die gucken mal hin und sind mal einen Tag da und fressen mal ein bisschen und so weiter. Okay, aber wir haben inzwischen auch 13 neue Brutvogelarten. Das heißt, wir haben fast so viele Brutvogelarten neu dazu bekommen, wie wir in den 30 Jahren vorher verloren haben. Wir haben jetzt brütende Graugänse und wir haben die Rostgans, wir haben die Kolbenente, wir haben die Wasserralle, wir haben mehrere Rohrsängerarten und so weiter. Also eine ganze Fülle von Arten. Nur werden manche sagen, naja, die Piepmätze, die können ja schön fliegen und kommen so weiter von sonst woher. Dasselbe gilt für Libellen. Wir haben 2/3 aller in Europa vorkommenden Libellenarten inzwischen am Heinz-Sielmann-Weiher in kurzer Zeit. Schmetterlinge in Hülle und Fülle. Vielleicht noch ein Wort zu den Amphibien. Da die ganze Umgebung auch auf diese Höhe abgemäht wurde mit 5 bis 7 Mal Maat im Jahr, kam fast kein einziges Fröschlein durch. Wenn wirklich mal eins gehüpft ist, wurde ihm zack vom Kreiselmäher mindestens die Birne abgemäht. In der Regel aber wurde das ganze Ding zerhackstückt. Das heißt, jede Erdkröte war eigentlich ein Erlebnis.
Jetzt, nach wenigen Jahren, mussten wir an der Kreisstraße entlang einen riesen Krötenzaun bauen, Amphibienzaun bauen, um Schlimmstes auf der Straße zu verhindern. Und im besten Jahr hatten wir von einer Straßenseite her an die 5000 Erdkröten, die zum Leichen auf den Weiher gewandert sind. Mal ganz zu schweigen von den vielen Grasfröschen, die wir gar nicht zählen können, deren Laich aber in dem Ringgraben um den Weiher herum im Frühjahr an die 10 Zentner beträgt. Die Wasserfrösche kann man auch gar nicht zählen. Es sind viele Hunderte, die vorkommen. Es gibt 200 Laubfrösche, also eine Amphibienpopulation, wie wir sie im Bodenseegebiet sonst kaum irgendwo haben, in ungefähr 10 Jahren. Und wer das gesehen hat, das erlebt hat, wir haben Leute, die dort spazieren gegangen sind, wir haben auch 300 Blütenpflanzenarten, die Schmetterlinge gesehen haben, haben mich Frauen gefragt und haben gesagt, sagen Sie mal, gell, zum Wochenende hin, da lasse Sie hier immer Schmetterlinge frei. Und da ich an für sich sehr gerne Schalk und Ulk mache, habe ich gesagt, ja, genau so ist es. Wir fahren immer mit dem VW-Bus auf die Mainau in das Schmetterlinghaus und holen dort Schmetterlinge und die lassen wir dann am Samstag hier raus, damit am Wochenende hier. Hat sie gesagt, drum, deswegen, ich habe mich nämlich schon gewundert, warum hier so viele Falter unterwegs sind. Also das sind schon Sachen, die selbst Leuten, die mit Natur wenig am Hut haben, einfach in die Augen springen. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, der Heinz Silmann-Weiher wird aufgesucht von Leuten aus ganz Deutschland. Ich treffe dort Stuttgarter, Hamburger, Magdeburger, Dresdner und so weiter und sage ja, um Gottes Willen, ihr habt bei euch so viele Weiher und Teiche in Mecklenburg-Vorpommern, mehr als bei uns. Was wollt ihr denn hier? Ja, aber wir haben gehört, das ist ja ganz frisch gemacht worden und da wollten wir mal sehen, wie sich sowas in kurzer Zeit entwickelt und wie sowas aussieht. Wisst ihr, unser Weiher, den gibt es ja schon seit 100 Jahren, da hat es natürlich einen Haufen, aber das würde uns mal interessieren. Das ist die Faszination, dass man also praktisch so eine Art wie eine Neuschöpfung in der Natur hat in kurzer Zeit. Und das ist das, was die Leute fasziniert. Am Heinz-Sielmann-Weiher hat sich jetzt innerhalb von wenigen Jahren ein unheimlich vielgestaltiges Mosaik an Lebensräumen entwickelt und auch eine große Artenfülle ja eingestellt bei ganz verschiedenen Artengruppen, wie Sie uns geschildert haben. Und aufgrund dieser Erfolge möchten eben viele Leute jetzt gerne in ihrem vielleicht ganz engen persönlichen Umfeld tätig werden und etwas für die Natur tun oder aber vielleicht auch auf ihre Gemeinde zugehen mit der Idee jeder Gemeinde ihr Biotop. Wenn sich jetzt solche Interessierten bei Ihnen melden oder auch bei der Heinz-Sielmann-Stiftung, was empfehlen Sie so Leuten? Wie können die vorgehen? Im Kleinen wie vielleicht auch im Größeren? Ja, da gibt es also ganz verschiedene Vorgehensweisen. Das eine ist natürlich, dass sie uns kontaktieren. Das heißt, wir haben dann auch Personal, was da hinfahren und vor Ort beraten kann. Natürlich werden wir nicht alles abdecken können und manche Sachen sind natürlich auch, sagen wir mal, noch wenig ausgereift, sodass man da erst Zeit braucht. Deswegen, ich habe es im Buch so gemacht, dass ich in einem Kapitel eigentlich den ganzen Werdegang beschrieben habe, vom ersten launigen Gespräch am Stammtisch bei einem Glas Bier, dass einer sagt, also wir machen jetzt nicht mehr nur Jagd- und Sportplätze, wir machen ab nächstes Jahr jetzt aber ein Biotop beispielsweise, nicht? Und ein anderer sagt, ha, das ist gar keine schlechte Idee, da gibt es so einen Verrückten, der hat da drüber was geschrieben, sowas, der hätte man gerne mal machen. So, und von so einem ersten Gespräch an ist eigentlich jeder Schritt beschrieben bis zur Einweihung, einschließlich Geldbeschaffung. Und wie sollte das aussehen? Am besten ist, wenn man so eine Idee hat, dass man guckt, dass man ein paar Gleichgesinnte hat, die man auftreibt. Dann sollte man frühzeitig schauen, dass man irgendjemanden von der Gemeinde mit einbezieht, einen Ortschaftsrat, einen Gemeinderat, wenn man den Schuldes gut kennt, also den Bürgermeister, Ortsvorsteher, natürlich den, gar keine Frage. Wenn man eine bestimmte Fläche im Auge hat, die man schon ausgesucht hat, sollte man ganz frühzeitig mit dem Grundeigentümer reden und nicht etwa mal mit 5, 6 Herren im Anzug in so einer Feuchtwiese stehen mit einer Karte in der Hand und der Eigentümer fährt vorbei oder ein Bekannter und sagt, du sag mal, was ist hier in deiner Wiese? Da stehen lauter Herren mit einem Plan drin oder so. Ah, was? Also ganz schlechter Stil. Sowas sollte man immer vermeiden. Viele Gemeinden haben ein Umweltamt. Dann sollte man das natürlich einbeziehen aus vielerlei Gründen. Schon, dass es auch ja um Gottes Willen nicht übergangen wird. Oder aber auch ein Umweltamt hat unter Umständen Karten, sehr schnell zur Hand jedenfalls, wo man sehen kann, wo gibt es etwa Flächen, die schon der Gemeinde gehören oder dem Kreis gehören, die man nicht mühsam von Privatleuten kaufen und besorgen muss mit vielen Schwierigkeiten, wo man sich dann leichter tut. So,
wenn das alles schon mal gemacht ist, was ja Arbeit macht, am besten in einer kleinen Arbeitsgruppe, dann sollte man überlegen, was will man denn eigentlich für ein Biotop haben und was eignet sich. Natürlich ist ein Feuchtbiotop, also irgendein Weiher mit Schilfgebieten und Feuchtwiesen, immer das Beste, was man machen kann, weil darin können die allermeisten Arten bei uns in Mitteleuropa leben. Da leben tausendmal mehr als im Halbtrockenrasen und der Feuchtwiese, die natürlich auch wichtig sind, aber das sind die allerwichtigsten, die man machen kann. Da können wir der Artenvielfalt am besten helfen. So, wenn man sowas ausfindig oder sich überlegt hat, dann sollte man natürlich schauen, eignet sich die Fläche dafür, und jetzt braucht man Fachleute, die das beurteilen können. Also Leute, die was von Boden und von Wasser verstehen. Das heißt, dann sollte man einen Landschaftsplaner einbeziehen, dann natürlich rechtzeitig die untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt, die ja dann für die Genehmigung verantwortlich sind und natürlich auch nicht erst über 5, 6 Ecken erfahren sollten, dass da was geplant ist und sie sind die Einzigen, die nichts davon wissen. So, und dann ist man eigentlich schon ziemlich weit gediehen. Und dann geht es eigentlich schon mehr in die konkrete Planung. Dazu brauchen wir immer irgendein Landschaftsplanungsbüro oder dergleichen, was die ganzen Vermessungen durchführt, die Karten herstellt für die Genehmigungsgebung. Und dann geht es eigentlich schon langsam Richtung Geld. Das ist eine sehr spannende, interessante Aufgabe. Eine, an der es nie scheitern wird. Wenn jemand gewillt ist, sowas durchzusetzen und zu machen, kriegt er auch das Geld zusammen. Gar keine Frage. Das macht halt unter Umständen ein bisschen Arbeit und Überzeugungsarbeit notwendig, aber das ist zu schaffen, haben wir ja schon drüber geredet, da findet sich schon jemand, da kann man unter Umständen auch jemanden anlocken, dass man sagt, Mensch, das wäre doch was für Sie, für Ihre Brauerei, der Weiher könnte sogar den Namen bekommen von der Hirschenbrauerei, für alle Ewigkeiten Denkmalgesetz, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man da machen kann. Ja, und dann ist man eigentlich schon fast an der Stelle, wo dann die praktische Arbeit losgehen kann, und der Rest ist so einfach wie nur irgendwas. Man muss allerdings auch ein bisschen Geduld und Zeit mitbringen, glaube ich, ne? Wenn man sich eine Aufgabe gestellt hat. Das ist absolut richtig. Das ist nichts von heute auf morgen. Und da brauchen wir unter Umständen einen langen Atem. Es gibt Gebiete, wo man denkt, ha, wunderbar geeignet, und stellt dann fest, es hat doch 3, 4, 5 Jahre gedauert. Vor allen Dingen, wenn da Flächen von mehreren Grundeigentümern erworben, nehmen wir das Beispiel hier. Dieses kleine Gebiet mit 10 Hektar gehörte 11 verschiedenen Leuten, die erstmal alle unter einen Hut gebracht werden mussten. Das wäre auch dumm gewesen, wenn man sich ans Telefon gehängt hätte und gesagt, Häusenmeier, wir wollen hier einen Weiher reaktivieren vom Mittelalter, einen Fischweiher. Wir brauchen Ihr Grundstück. So was geht natürlich nicht. Wie haben wir das gemacht? Wir haben hier geguckt nach einem Landwirt, der viel für die Natur übrig hat, der ortskundig ist, alle Leute gut kennt. Den haben wir gebeten, erstmal ganz vorsichtig zu eruieren, wieso die Stimmung ist und was die Leute meinen würden, wenn wir denn und so weiter. Und das hat er erstmal gemacht, die ganze Vorarbeit geleistet. Und der Rest war dann relativ einfach. Also man muss auch diplomatisch vorgehen und natürlich die Leute mitnehmen und nicht etwa sagen, so, wir haben jetzt beschlossen, wir machen ein Biotop und da hat sich gefälligst der Rest der Gemeinde danach zu richten. Das geht mit Sicherheit nicht. Also es gehört an vielen Stellen auch Fingerspitzengefühl dazu, und das muss man auch lernen. Deswegen ist es gut, man hat immer eine Gruppe, vor allen Dingen auch mit Leuten, die Land und Leute und Pappenheimer und so alles bis in den letzten Winkel kennen. Dann kann man sich im Vorfeld schon viel Ärger ersparen und dann läuft das auch ganz gut. Zeit brauchen wir auf alle Fälle. Also ich habe Sie jetzt so verstanden, dass im Grunde genommen die Initiative zu so einem Biotopbaustein gut auch von Bürgern ausgehen kann. Man hat so eine erste Idee, man hat vielleicht auch schon eine Fläche im Kopf und führt dann erste Überlegungen erstmal im kleinen Kreise durch, aber man ist, glaube ich, gut beraten, dann sich bald an die jeweilige Stadt oder auch Gemeinde zu wenden. Ja, unbedingt. Also man sollte sehr früh anfangen, die Verantwortlichen mit einzubeziehen, damit die sich auf keinen Fall übergangen fühlen, dass man auch keine Fehler macht. Ich habe lustige Beispiele erlebt, dass mir jemand gesagt hat, also wir würden gerne bei uns ein Biotop machen, wir haben eine feuchte Wiese. Und dann habe ich nachgefragt, was heißt wir? Ja, also die gibt es in unserer Gemeinde, diese feuchte Wiese. Und dann habe ich gesagt, und wem gehört die? Ja, das weiß ich noch nicht. Also da sieht man, da ist natürlich noch ganz viel Vorarbeit zu leisten. Ich habe gesagt, sind Sie denn sicher, dass Sie die Wiese kriegen? Ja, die werden wir schon kriegen. Das ist natürlich ein Weg, der sehr gefährlich ist. Also da sollte man erst wirklich sich mal schlau, immer 3 Worte drüber reden. Erstmal ausgehen, wem gehört die Wiese?
Sind das Leute, die zugänglich sind? Haben die was für die Natur übrig? Mit wem muss man eventuell reden, um die mit einzubeziehen? Es hat ja auch keinen Sinn, dass man zu so einem Haus hingeht, klingelt und sagt, räuchen Sie mal her, Sie haben da draußen eine feuchte Wiese, ich würde gerne ein Biotop machen, da müssen wir uns drüber reden. Das ist unter Umständen ein Weg, wo die Leute sagen, nee, also da haben wir gar kein Interesse dran, machen Sie was anderes. Und die Türe ist zu und das Projekt ist gestorben. Hätten wir aber unter Umständen mit dem Bruder oder dem Onkel geredet, der den gut kennt, der hätte gesagt, ja, das ist nicht einfach, aber ich kann mir vorstellen, wie man das mal am besten, also solche Wege sind durchaus notwendig, nicht? Es ist immer eine diffizile Geschichte, ja. Es geht ja im Grunde genommen um anderer Leuts Grund und Boden, um anderer Leuts Geld und da braucht man schon viel Fingerspitzengefühl und muss also sehr diplomatisch vorgehen. Und da das nicht jeder hat, empfehle ich da immer eine kleine Arbeitsgruppe, das war ja bei uns genauso, wir haben ja auch angefangen mit einer sogenannten Lenkungsgruppe und mit der war ich gut beraten, weil bei mir war es natürlich auch so, ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Ich hätte manchen wahrscheinlich hier vor den Kopf gestoßen, aber meine Leute haben dann gesagt, also ganz peu à peu, ich kenne den und den, mit dem rede ich erstmal und so weiter. Nicht? Und so haben wir also sicherlich viele Fehler vermieden. Das ist sicherlich ganz wichtig. Aus kommunaler Sicht würde ich gerne noch auf zwei Punkte zu sprechen kommen, weil diese Biotopstandorte sind eigentlich ja aus zwei Gesichtspunkten heraus noch sehr, sehr positiv. Zum einen können Kommunen ja auch ihre benötigten Ausgleichsmaßnahmen für bauliche Eingriffe mit solchen Biotopplanungen übereinbringen. Das ist der eine Aspekt, ja, der aus kommunaler Sicht sehr wichtig ist. Und der andere, alle Biotope, die die Heinz-Sielmann-Stiftung jetzt am Bodensee eingerichtet hat, sind bei der Bevölkerung ja unheimlich gut angekommen. Und das heißt, dass wenn eine Kommune sich systematischer auch dieser Biotopentwicklungen annehmen würde und die Bürgerschaft mit einbinden würde, das könnte doch auch ein ganz wertvoller Teil der Öffentlichkeitsarbeit sein für die Kommune. Ja, absolut. Also das war eine auch der ganz großen positiven Erfahrungen. Wir haben ja nicht irgendwelche Sachen oktroyiert und dann so mit Ach und Krach durchbekommen und einigermaßen Akzeptanz erfahren, sondern diese Gebilde erfreuen sich äußerster Beliebtheit bei allen Bevölkerungsschichten, vom einfachen Landmann bis rauf zum Landrat, sind alle stolz und glücklich, dass sie das haben. Und wir können heute sogar so sagen, Gemeinden in unserem großen Arbeitsgebiet von inzwischen über 500 Quadratkilometern, die heute sowas noch nicht haben, für die ist es schon fast ein kleines Manko. Also da wird schon mal nachgefragt, wieso habt ihr eigentlich noch keinen Sielmann-Biotop? Habt ihr da irgendwie Probleme gehabt oder so? Also es ist gar nicht mehr so ganz ohne. Das heißt, die Akzeptanz ist riesengroß und das hat natürlich verschiedene gute Gründe. Der erste Grund ist mal der, wenn wir sowas gemacht haben wie dieses Gebilde hier, die Sielmann-Stiftung behält das nicht etwa und sagt, das ist unser Eigentum und wir sind in Duderstadt und in Berlin, da haben wir unsere Zentrale und bitte, das ist hier Sielmann-Gebiet und da könnt ihr zwar den einen Weg benutzen, da hingehen, aber alles andere wird von uns und so weiter, sondern wir übereignen diese Gebiete, wenn wir sie fertig eingerichtet haben, entweder der Gemeinde oder auch dem Kreis, eventuell auch dem Land, vor allem wenn Grund und Boden da schon hingehört. Das heißt, dieses ganze neu geschaffene Juwel ist sozusagen nachher Eigentum der Gemeinde und die Leute können sich damit absolut identifizieren. Es ist ihr Sielmann-Gebiet und nicht ein Sielmann-Gebiet wie etwa ein Naturschutzgebiet, was von irgendeinem Regierungspräsidium fernab von irgendeiner Stadt eingerichtet ist, mit Verbotstafeln, was wie ein Fremdkörper in der Landschaft liegt, sondern es ist ein Schatz, der in der Gemeinde sozusagen fest verankert worden ist. Das ist das eine. Und das andere natürlich, dass wir heute die Möglichkeit haben, über Ausgleichsmaßnahmen und sogenannte Ökopunkte natürlich sehr viel Positives zu schaffen. Das ist eigentlich im Grunde genommen für unsere Arbeit wie ein Geschenk des Himmels. Früher musste man sagen, naja, also wir müssen aus der Gemeinde, würde man gerne so ein Stück rausnehmen, rausschneiden, was der Gemeinde ja schon irgendwie dann ja auch verloren geht. Unter Umständen hätte sie gesagt, naja, hier hätten wir ganz gerne auch einen Weiher gemacht zum Bootlesfahren, aber jetzt ist euer Schutzgebiet hier und damit haben wir das eigentlich verloren. Das hat jetzt unter Umständen einen ganz anderen Stellenwert bekommen, wenn die Gemeinde sagt, okay, wir stellen also so eine nasse Fläche zur Verfügung, auf der ist bisher mit Mühe kaum und mit Ach und Krach Mais angebaut worden, Boden also fürchterlich versaut mit Chemikalien, Herbiziden, Kunstdünger und so weiter. Und das wird jetzt aus der Nutzung rausgenommen. Wir machen ein wertvolles Biotop mit ganz vielen neuen Tier- und Pflanzenarten, wird das ökologisch aufgewertet und dafür gibt es jetzt vom Landratsamt und vom Lande eine sogenannte ökologische Währung in Form von Ökopunkten.
Die kann man sogar auf ein Konto tun, was sie im Augenblick nicht braucht. Und wenn dann die Gemeinde irgendwo mal wieder in Anführungszeichen eine gewisse ökologische Sauerei machen will, dass sie sagt, ha, wir brauchen jetzt doch nochmal einen Kartoffelacker für ein Industrie- oder Gewerbegebiet oder mindestens für eine Firma, die wir ansiedeln wollen. Oder wir müssen sogar mal in ein kleines Eckle in ein Landschaftsschutzgebiet rein mit Ausnahmegenehmigung vom Landratsamt, damit wir das gerade noch so hinkriegen und so weiter. Das kostet Ausgleichsmaßnahmen. Und die sind oft schwer zu leisten, vor allem bei Gemeinden, die ja eigentlich alle nutzbaren Flächen schon ausgenutzt haben. Und da ist so ein Gebiet unter Umständen unheimlich hilfreich. Und die Gemeinde kann sagen, dafür haben wir ja schon das Zielmann-Biotop eingerichtet, dafür haben wir schon die Ökopunkte auf unserem Konto, die brauchen wir eigentlich nur runternehmen und anbieten und dann bekommen wir die Genehmigung. Also das ist natürlich eine sehr hilfreiche Geschichte geworden. Das ist eines der schönen Beispiele dafür, nicht? Hier haben wir ja so viele Ökopunkte rausgewirtschaftet durch unsere guten Maßnahmen, dass die naheliegende Stadt Überlingen hier dieses Gebilde praktisch zu dem Preis erworben hat, den wir haben ausgeben müssen, um das überhaupt herzustellen. Das heißt, das ganze Ding ist hier, wenn wir so wollen, für die Spender unserer Stiftung und für die ganzen Zuwender zum Nulltarif entstanden. Also das ist natürlich der ideale Zustand. Das ist auch etwas, was natürlich hier auch genau beschrieben ist, was auch natürlich geprüft werden muss, wenn so eine Gruppe sich zusammentut in der Gemeinde. Und auch dafür brauchen wir wieder die kommunalen Leute, also Ortsvorsteher und so weiter, die sagen können, okay, da gibt es bei uns die Möglichkeit beim Landratsamt, da können wir vielleicht die Quelle anzapfen und jene und so weiter. Und plötzlich hat man dann Mittelflüsse aus verschiedenen Bereichen und das Ding wird gar nicht mehr so teuer. Also sehr, sehr hilfreiche Sache. Den Biotopverbund Bodensee haben wir, glaube ich, jetzt gut gefasst und eigentlich alle wichtigen Facetten beschrieben. Jetzt ist der Biotopverbund am Bodensee ja nur ein Projekt der Heinz-Sielmann-Stiftung in Deutschland. Es gibt noch viele andere eigene Projekte und auch Förderprojekte, die die Stiftung hat. Mhm. Könnten Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick auch über die eigenen Projekte der Stiftung geben? Die sind ja vor allen Dingen rund um Berlin im Land Brandenburg angesiedelt. Ja, was, die Stiftung hat eine ganze Facette von Projekten. Angefangen hat es mit dem großen Flächenerwerben, die gemacht worden sind in der Gründerzeit der Stiftung. Das wäre einmal das große Gebiet in Waninchen, also praktisch die Braunkohle-Folgelandschaft, die übernommen worden ist. Ein tolles Projekt, weil dort haben wir im Grunde genommen nochmal die Verhältnisse wie nach der Eiszeit. Wir haben nackte Böden und eigentlich jungfräuliches Land und können gucken, wie sehen die ersten Käfer aus, die hinkommen, was sind Pionierpflanzen und so weiter. Also etwas, was man heute in der Form ja gar nicht mehr herstellen kann. Dann haben wir die große Döberitzer Heide. Dort ist es ähnlich, wenn auch schon weiterentwickelt. Es war ein großes Truppenübungsgelände, wo wir vor allen Dingen auch die Möglichkeit haben, Großtiere zu halten, wie Wiesent, Przewalski-Pferde. Was vor allen Dingen eben auf die Weise vor den Toren Berlins sichergestellt worden ist und nicht irgendeinem Tourismus oder anderen Dingen anheimgefallen. Das nächste ist Großschauener Seen, ein ganz ähnliches Projekt. Damit sieht man schon, wir sind sehr ostlastig. Da haben wir natürlich als großes Förder- und Entwicklungsgebilde das Grüne Band, soweit es sich wird realisieren lassen. Leider nicht in der Form, die Heinz Sielmann mal vorgeschwärmt oder sich vorgestellt hat, nämlich als wirklich durchgehendes Schutzgebiet von der Ostsee bis runter nach Südbayern. Das wird leider nicht mehr werden, weil schon viel rausgebröckelt ist, aber immerhin, es werden sich große Teile retten lassen. Das ist letztlich auch ein Biotopverbund aus vielen kleinen Mosaiken. Und dann schließlich der Biotopverbund Bodensee. Das sind so die Hauptgebilde, an denen die Stiftung arbeitet. Die Arbeit der Sielmann-Stiftung, sie wird ja überwiegend von vielen sehr interessierten und engagierten Spenderinnen und Spendern finanziert, schon viele Jahre. Die Stiftung gibt es jetzt seit 1994. Letztes Jahr haben wir das 20-jährige Jubiläum gefeiert und wir sind jetzt schon in Vorbereitung des 25. Jubiläums. Wir hoffen, dass wir von der Stiftung aus noch viele weitere Jahre so gute Projekte umsetzen können und danken dafür auch an der Stelle jetzt ganz herzlich unseren vielen treuen Spendern und Spenderinnen, denn ohne sie wäre ja weder der Biotopverbund Bodensee entstanden, noch die Naturlandschaften in Brandenburg. Das ist im Grunde genommen das Rückgrat der Heinz-Sielmann-Stiftung bis heute noch. Absolut. Also die Spender, das ist natürlich eine unschätzbare Hilfe. Und Gott sei Dank haben wir viele, Gott sei Dank kommen auch immer wieder neue dazu. Und auch welche, die wirklich namhaft große Beträge
beibringen, sodass auch größere Sachen in Angriff genommen werden können. Das Schöne ist, dass wir uns ganz stark auf Deutschland konzentrieren, die Sachen also in geordneten Verhältnissen Bestand haben. Wer sagt, ha, das will ich doch genau wissen, der kann zu einer der Spenderführungen kommen und kann sich seinen Baum, seinen Obstbaum, seinen Weiher, sein, was weiß ich, Teichrosinger, Pater, was er will, vor Ort anschauen und gucken, wie es dem geht, wo seine 10, 20 oder 1000 Euro geblieben sind. Das ist alles kontrollierbar, jedes Jahr. Das ist einer der ganz großen Vorteile. Und deswegen hoffe ich, dass wir von den Spendern auch viele junge Leute gewinnen werden, die dann auch für die Zukunft dabei bleiben. Das ist ein gutes Schlusswort, Herr Berthold. Herzlichen Dank für das Interview zu unserer Kampagne Jeder Gemeinde ihr Biotop, zu dem neuen Buch und zur Arbeit und der Projekte der Heinz-Sielmann-Stiftung.